Freunde, seid gegrüßt zu dem neuen Video. Cari sagt hallo. Du bist im Fernsehen. Der allerbeste, beste Baustellenhund. Ja, heute geht es darum, dass wir heute Abend zusammen das erste Mal die Dusche ausprobieren, die ich umgebaut habe. Mal gucken, ob das klappt. Muss alles trocknen. Weiß nicht, ob das bis heute Abend getrocknet ist. Ansonsten machen wir das halt morgen Abend. Aber heute geht es hauptsächlich darum, dass ich die Standheizung einbauen will, die hier liegt. Die ist ja schon soweit vorbereitet. Ich muss halt die ganzen Kabel anschließen, den Endschalldämpfer befestigen, Position suchen. Dann muss ich natürlich die Frischluftansaugung montieren. Ganzen Strom ist klar, Bedienteil und irgendwo müsste hier oben die ganzen, ja, hier ist die Standheizung und hier muss irgendwo noch die Dieselpumpe sein. Genau, Dieselpumpe muss auch noch irgendwie drunter. Scheiße. Das größte Problem ist, es regnet. Ich werde es aber im Regen trotzdem machen, ist mir egal. Wie, du wühlst dich ein? Ich dachte, du hilfst mit? Kann ja auch nicht wahr sein. Ich habe mich diesmal für eine Planar entschieden, weil ich hier auch einfach mal ausprobieren wollte. Und die sonstigen Gründe habt ihr ja in dem Video vor dem anderen Video gesehen halt, ne? Und es, falls die jetzt nicht so gut ist, gibt es ja noch ein Backup halt, ne? So, ich bin gespannt, wie die ist. Ich habe jetzt immer nur Webastos verbaut. Ist eigentlich alles ganz easy, ne? Hier kommt der Diesel rein. Hier eins von den beiden ist Frischluftansaugung, die andere ist der Auspuff. So, ein bisschen Strom, ein bisschen Bedienteil, dann müsste das eigentlich schon gehen. So, da ich zuerst die Dieselpumpe vorbereiten werde, brauche ich ja die ganzen Schellen. So, die Dieselpumpe wird einfach hier einfach in Anführungszeichen unter das Fahrzeug geschraubt. Mal gucken, ob ich da eine passende Stelle finde. Und man muss die Durchflussrichtung beachten. Ne? Da, wo dieser Stecker ist, das ist Richtung Standheizung. Und das logischerweise dann vom Tank. Hier kommt der Anschluss vom Tank dran. So, ich mache schon mal die ganzen Gummistückchen hier drauf. Da kann man schon mal schön im Trocknen alles vorbereiten. Hier auch an der Standheizung. Die ganzen Schellen vorbereiten, dass man dann unterm Auto nicht so viel machen muss, wo es dann ungemütlich wird. So, dann habe ich hier meinen Flansch. Und den basteln wir hier einfach dann drauf, schraub schon alles fest und dann kommt das hinten einfach in den Ausschnitt rein. Und genau, weil ich mich damals so abgequält habe, unterm Auto dann hier in diesem Kasten mit irgendwelchen Schlüsseln reinzukommen, habe ich mir diese Ratschenschlüssel von Bosch geholt, ne? Die dir einfach nur aufsteckst und dann hast du so eine Ratschenfunktion und kannst die festziehen. Mega geil. So, gleich noch die Abgasleitung dran und die Frischluftleitung dran und dann ist das alles schon mal super vorbereitet. Das macht keinen Spaß, unter diesem scheiß Auto, unter diesem schönen Auto rumzukriechen. So, erste Aufgabe ist, die Dieselleitung jetzt hier schön bis hinter zur Standheizung zu legen. Und die Pumpe werde ich hier einfach an so einen Träger machen. So, und den ganzen Spaß niede ich jetzt hier einfach fest. Sehr schön, die Dieselpumpe sitzt schon mal. Ne? Die ist schwingungsgedämpft, dass sie ihre Schwingung nicht so auf dieses Geklopfgeräusch, nicht so auf die Karosserie überträgt. Jetzt muss ich noch die ganzen Schläuche anschließen und dann die Standheizung einbauen und anschließen. Oh, und es fängt immer teurer an zu regnen hier. Das ist zum Kotzen. Naja, aber ich komme gut voran. So, Freunde, wie ihr seht, es ist mittlerweile dunkel. Ich behelfe mir mit einer Lampe. Unterm Auto bin ich eigentlich weitestgehend fertig. Ich sag's euch, es war ein Höllenspaß. Ich bin mittlerweile klatschnass. Ne? Also das ist keine Hosenfarbe. Das ist alles komplett durchgeweicht, bis auf den Sack durch. So, und dann unterm Auto, ne, muss ich halt bloß noch die Kabelbinder wegknipsen. Endschalldämpfer ist alles verlegt, ne? Die ganze Heizung ist alles angeschlossen hier. So, noch ein paar Kabelbinder abknipsen und dann geht das mit der Verkabelung weiter. Ich will das Ding nämlich heute unbedingt noch ausprobieren, da geht kein Weg dran vorbei. Mit der Warmluftverrohrung habe ich jetzt hier anders gemacht, weil dieser Y-Verteiler passt leider nicht, der ist zu klein. Und das hat den Vorteil, dass ich jetzt hier einfach quasi direkt in das Rohrsystem reingehe und das hier abgezogen habe von der Truma-Standheizung. Dann kann es nicht passieren, wenn man die aus Versehen einschaltet, dass die quasi blockiert ist und überhitzt und so eine Späße. Ne? Wenn man die Truma mal benutzen möchte als Heizmöglichkeit, dann steckt man einfach den Schlauch dann da wieder da rein. Und dann passt das wieder. Und die Boilerfunktion kann man sowieso ja auch so benutzen. Ne? Also der Plan ist ja, die Truma-Heizung als Notfallheizung zu benutzen und als Warmwasseraufbereitung. Und die Hauptheizarbeit soll die Planar übernehmen. Zum Glück habe ich hier meine Ohren eine Taschenlampe. Sonst wäre das alles ein bisschen schwieriger im Dunkeln. Ich könnte ja morgen weitermachen. Ich will jetzt hier unbedingt das ausprobieren. So, die Kabel, die lege ich über den Wassertank nach innen. Mal gucken, ob ich die jetzt an Strom anschließen kann. Dann war es das eigentlich schon. Ich dran denke, dass ich den ganzen Scheiß dann hier noch aufräumen muss. Und guck mal, wie das hier aussieht, ey. Hier unten ist der ganze Strom, das ist eh eine Katastrophe. Das wird auch alles noch komplett neu gemacht. Aber jetzt erstmal muss die Standheizung ja irgendwo angeschlossen werden. Alles noch aufräumen hier, ey. So, das Bedienteil habe ich mir überlegt, das soll mit hier einfach daneben hin. Und damit ich nicht so ein großes Loch bohren muss, habe ich ja schon mal die Stecker ausgepinnt. Muss man sich natürlich fotografieren. Und dann brauche ich aber ein ganz kleines Loch bohren. Schick, schick. Jetzt kann ich erstmal die Folie abziehen.
So, und damit sind Plus und Minus angeschlossen. Wir können den ersten Test machen. So, dann starten wir mal den ganzen Quatsch und gucken mal, was passiert. Die wird vermutlich nicht sofort starten, weil die erstmal den Diesel nach vorne befördern muss. Das wird ein Weilchen dauern. Sollen wir mal gucken. Es gibt erste Probleme. Hier kommt keine warme Luft raus, oder besser gesagt, überhaupt erstmal keine Luft raus. Laufen tut sie ja noch nicht. Da bekommt nur hier Luft raus. Das heißt, das muss schlauchtechnisch irgendwie anders laufen, verdammte Scheiße. Ah, das wäre ja auch zu einem. Na klar, das ist nur, hä, aber was ist denn das da? Wie funktioniert das denn da? Ja, vielleicht geht es ja, wenn wir das direkt da reinpulvern. Hat die mehrere Ausgänge für verschiedene. Hä, what? Ah, okay. Jetzt habe ich gerade mal geguckt. Das ist gar nicht die Ansaugung, wo der Schwamm drin steckt. Ihr erinnert euch, das ist, hier kommt auch warme Luft raus. Das ist wahrscheinlich eine Heckgaragenheizung. Wer braucht denn sowas? Das heißt, die Ansaugluft, die kommt da wo ganz anders rein. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich die warme Luft von der Planar direkt in die Truma reinschießen kann und dann, tja, ne, ich glaube, das kann man nicht machen. Jetzt einfach mal da den Schlauch rein von meiner Planar und guck mal, was passiert. Ich glaube, klug ist das nicht. So, schalten wir den Scheiß mal ein. Immerhin kommt jetzt hier Luft raus. Und davon mal abgesehen, dass die Verrohrung noch nicht so klappt, wie ich will, habe ich noch ein Problem mit der Heizung. Die pumpt zweimal, macht klack, klack und dann spuckt die Fehler 17 aus, wenn ich das richtig deute. Fehler 17 bedeutet laut Google, Fehler 17, bla, Kraftstoffpumpe nicht auffindbar oder zieht mehr Strom als gedacht. Ja, super. Ja, muss ich morgen im Hellen nochmal gucken. Jetzt auf jeden Fall erstmal raus aus den nassen Klamotten hier. Schnauze voll heute. Naja, zumindest habe ich sie eingebaut, da funktionieren tut sie nicht. Und ja, mit der Warmluftbohrung klappt absolut auch noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also, ja, so ist das halt manchmal, ne? Ist ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt, aber das sind jetzt ja alles keine Dinge, die sich nicht lösen lassen, denke ich mal. Ich weiß nicht, man das hört, jetzt mit einmal klackert die Dieselpumpe. Ich verstehe zwar nicht, warum die so laut ist. Vielleicht, weil die noch leer ist. Die ist ja entkoppelt, aber jetzt ich wollte gerade aufgeben, mit einmal fängt die von der Lena an. Aber viel zu laut. Klingt, als ob man mit dem Hammer hier rumschlägt, obwohl die im Gummi eingelagert ist. Jetzt scheint die was zu machen hier. Ja, die wird es eine ganze Weile brauchen, bis Diesel drin ist. Ja, die ist halt auch genau unter mir hier, ne? Vielleicht hätte ich einen anderen Einbauort wählen sollen. Erstmal gucken, ob die ordentlich zündet und läuft. So, jetzt hat sie eine ganze Weile gepumpt und spuckt Fehler 13 aus. Brauche ich gar nicht googeln, heißt garantiert zu wenig Diesel oder kein Diesel oder keine Zündung, irgend sowas. Und das mache ich jetzt ein paar Mal und irgendwann müsste die eigentlich laufen. Jetzt habe ich es ein drittes Mal gestartet und jetzt ist die Dieselpumpe deutlich leiser geworden. Wahrscheinlich ist jetzt Diesel in der Pumpe angekommen. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem T-Stück alles geht. Wenn die dann brennt, lasse ich die mal kurz brennen und dann versuche ich mal den Motor zu starten. Nicht, dass der dann irgendwie vielleicht Diesel aus der Dieselpumpe vorne mit rauszieht oder so. Ne? Also das muss ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Aber eigentlich müsste das funktionieren. Und dann muss ich auch mal probieren, ob ich lasse ich den Motor mal laufen. Und guck mal, ob der da nicht irgendwie Luft durch die Pumpe und durch die Heizung zieht und dadurch nicht mehr ordentlich läuft. Das sind zwei Dinge, die ich auf jeden Fall noch testen muss. Und da siehst du auch schon den Müll mit dieser Bleibatterie. Ne? Zieht jetzt 13 Ampere, weil die Heizung glüht und die Spannung bricht sofort ein auf 11,7 Volt. Ne? Obwohl die eigentlich noch fast voll ist. Also das ist Schrott und deswegen muss das auch unbedingt raus. Wie man vielleicht hört, die Heizung läuft. Und man hört von der Dieselpumpe fast nichts mehr. Da muss einfach Diesel rein. Läuft 1A. Und hier drin hörst du von der Dieselpumpe nichts mehr. Gar nichts mehr. Sehr gut. Ich hatte schon Angst, dass das immer so laut ist. So, dann machen wir mal kurz den Motor starten hier. Ob der auch noch läuft und nicht irgendwie jetzt Luft bekommt. Okay, angesprungen ist er erstmal. Müssen wir mal eine Weile laufen lassen. Einen wunderschönen guten Morgen. So. Wir starten jetzt nochmal hier frühst die Standheizung und gucken mal, ob die läuft. Ich habe die jetzt mal hinten an den Warmluftausströmer erstmal provisorisch hier angeschlossen, dass hier warme Luft rauskommt. Da kann ich auch gleich meine nassen Klamotten von gestern Abend trocknen. Und vor allem will ich mal gucken, wie sehr heiß das da unterm Auto wird. Ob das alles gut verlegt ist und nichts zu heiß wird und so. Feuer! Ja, schaffen fort! Schaffen fort! Bester mal holen. Wie man hört, die Dieselpumpe läuft. Und sie hat gezündet. Qualmkörper, die hat gezündet. Man hört's. Was ich vor allem halt nur gucken will, ist, ob das hier nicht irgendwo zu warm wird. Ne? Der ganze Spaß, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Eigentlich wollten wir ja nächste Woche wegfahren, aber so ein bisschen Testfahrt machen, aber das kannst du vergessen.
Das ist so viel Arbeit hier, das kannst du dir gar nicht ausdenken. Das Auto soll ja quasi nächste Woche lackiert werden. Dafür muss es ja vorbereitet werden. Dafür müssen hier die Stoßstangen abgebaut werden. Ne? Es muss der ganze Kleinkram abgebaut werden. Die Lampen, das muss alles rausgebaut werden. Und dann kommen noch so nette Zusatzaufgaben, die wir gerade gefunden haben. Man hat hier nämlich noch diese alten Dichtnähte, wo das GFK-Dach mit der Karosserie verbunden ist. Und so schlecht wie die Nähte hier aussehen, das ist alles schon porös, muss das hier alles auch hier oben in dieser Dachablaufrinne mal rausgekratzt werden und erneuert werden, bevor es lackiert wird. Hier hinten natürlich auch alles abbauen, die ganzen Aufkleber ab. Und dann noch so ein Quatsch wie an dem Campingfenster, was irgendwie mal undicht geworden sein muss. Das muss auch alles rausgekratzt werden und einmal erneuert werden, der ganze Spaß. Das Gute an der Raptor-Beschichtung ist, dass das ja nicht wie so ein Autolack ist. Das ist ja richtig dickes Zeug. Das ist ja wirklich wie eine Panzerschicht rundherum. Das kann man auch über Dichtnähte lackieren und so weiter. Und wenn das dann einmal alles rundherum gemacht ist, mit das drüber husten, müsste das Auto einen guten Schutz haben. Aber gerade so diese Dachsäge, die ich euch gerade gezeigt habe, das wird eine Herausforderung. Du musst das ja alles mechanisch rauspulen und möglichst clean hinbekommen. Dann primern und dann eine neue Schicht reinziehen, damit das auch wieder ordentlich hält. Ansonsten ist es von Anfang an undicht, ne? Und das wird so viel Zeit fressen. Es wird mindestens 2 Wochen dauern, denke ich. Alles abbauen, vorbereiten, lackieren, zusammenbauen. Mindestens, dass wir einfach mehr Zeit dafür in Anspruch nehmen müssen. So, jetzt müsste hier auch der ganze Kleber von der Dusche getrocknet sein. Und jetzt werde ich mal den Abfluss zusammenbauen. Da kann ich jetzt abends das erste Mal duschen. Ich bin gespannt, ob alles funktioniert. Zu diesen Dingern hier ist immer kein Dichtring dabei. Das liegt immer nur so drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich richtig dicht ist. Ich glaube, ich werde einfach noch ein bisschen Silikon dazwischen machen. Ich nehme dafür immer das gute Zeug, was wie Gummi ist. Gute Erfahrung gemacht damit. Ah, das war keine so gute Idee wegen Festschrauben, aber ich glaube, so geht's erstmal. So, machen wir hier mal den ersten Dichtigkeitstest. Na, das sieht da erstmal soweit ganz gut aus, was den Abfluss angeht. Da tropft nichts. Da bin ich ja schon mal auf das erste Mal Testduschen heute gespannt. Mit Vorhang, mit warmem Wasser in dieser Wanne, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gerade in der Garage so eine runde Röhre gefunden und abgerissen. Dachte ich mir, was ist denn das? Und dann habe ich gesehen, hey, das ist so eine Mini-Lampe. Und da habe ich neue Batterien reingemacht und die geht. Quasi Garagenbeleuchtung. Wird weiterverwendet. Warum nicht? Das Ding ist zwar schon steinalt, aber es funktioniert. Ein Ding ist mir jetzt gerade aufgefallen, was schon mal dumm ist. Wenn man jetzt duschen war, war ich ja noch nicht. Das ist ja nur das Wasser vom Test vor. Und du willst jetzt hier reingehen, um irgendwas zu machen. Aufs Klo oder was weiß ich. Ja, das ist ja alles nass. Du kannst es ja nicht jedes Mal auswischen. Man braucht, glaube ich, ein Holzbrett oder irgendwas, was man ja einfach nach dem Duschen reinlegen kann. Ich glaube, ich segne da mal schnell was. Haben wir doch bestimmt noch irgendwas in den Holzresten hier da. Machen wir noch ein paar runde Eckchen hier. So, gucken wir mal. Da kann man jetzt hier einfach so schön drauf und fertig ist. Das muss natürlich nur noch lackiert werden mit irgendeinem Öl, dass das sich nicht mit Wasser vollsaugt und fertig ist der Lack. Wenn ich einmal am Sägen bin, brauche ich auch noch was für hier oben. Wenn man hier nämlich im Bett liegt, will man sich ja irgendwo anlehnen können. Auf der Seite geht das richtig gut hier, einfach an dem Schrank. Aber ja, hier halt nicht, wenn Milka dabei ist. Und wenn der Kleine dabei ist, dass er nicht rausfallen kann. Da ist hier zwar so ein komisches Netz, aber das nervt total, das einzuhängen. Ne? Und meine Idee ist jetzt einfach ein Brett zu bauen, was man hier irgendwo oben da an der Seite festmacht, was man sich rausnehmen kann und dann einfach hier hinten einhängen kann, dass das zu ist und man sich schön mit seinen Kissen anlegen kann. Da musst du dann zwar jedes Mal, wenn du hier runter willst, das Brett rausnehmen, aber das geht, glaube ich, schneller, als hier diese zigtausend Haken von diesem komischen Gitter umzuhängen. Ich habe mir noch was überlegt. Vielleicht mache ich einfach hier so ein Scharnier auf der Innenseite dran. Hier schraube ich ein Brett drauf, was dann hier immer so liegt einfach. Und wenn man dann ins Bett gekrabbelt ist, klappt man das hier einfach hoch und hat seine Anlehne. Wenn man rauslegt, klappt man es wieder runter. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Ich probiere es einfach, glaube ich, mal aus. Ich habe da mal was vorbereitet. So, und so ist der ganze Spaß jetzt einfach gedacht. Ne? Wenn das hier so liegt, kann man hier hochkrabbeln. Das ist auch stabil genug, dass man draufkrabbeln kann. Wenn man dann im Bett ist, klappt man das einfach hoch. Schon kann niemand mehr rausfallen, vor allem die Kleinen nicht. Und man hat automatisch eine Rückenanlehne. Ich muss hier, weil der Schrank ist witzigerweise mehr auf der Seite als der Schrank. Der ist mehr vorn. Und dann mache ich jetzt einfach noch eine Schraube rein, dass das hier
stabil an der Wand ist, dass das sich quasi so ein Abstandshalter hat. Und dann finde ich das eigentlich eine ziemlich geile Lösung, ehrlich gesagt. Jetzt mache ich noch schnell die Schraube rein, dann krabbel ich mal hoch. Ich muss das natürlich ausprobieren. Also wenn ich eins beim Camping gelernt habe, egal welches Auto oder welcher Fahrradwohnwagen, man braucht etwas zum Anlehnen. Am geilsten finde ich, wenn man es aus Resten baut. Das ist alles noch aus den letzten Jahren übrig. Als Abstandshalter könnte vielleicht schon dieser Winkel hier ganz gut gehen. Mal gucken. So, ich habe mir jetzt was einfallen lassen als Abstandshalter. Ein bisschen russisch, das ist halt DN50-Ruf, die richtige Länge gesägt. Und der Deckel von einer Sprühdose drüber. Eigentlich hätte ich hier gerne eine Holzscheibe genommen, aber ich habe mein Holzschneiden-Bohrer-Set verborgt. Aber ich denke, das wird gut funktionieren. So, mal gucken, ob die Funktion des Abstandshalters funktioniert. Jawohl, sehr gut. Sieht doch abgespaced aus, oder? Ich habe mich deswegen dafür entschieden, weil das schön weich ist. Und wenn man hier mal hängt bleibt, tut man sich nicht weh. Und jetzt muss natürlich noch der finale Test her. Ne? Einmal ins Bett reinkrabbeln. Funktioniert. So, hochklappen, Kissen hinstapeln, dass man es schön gemütlich hat. Der Kleine kann nicht mehr rausfallen. Man kann sich anlehnen. Ich teste das mal mit dem Anlehnen. Meistens liegt man dann ja zum Film gucken irgendwie so da. Oh ja. Mega geil. Schön, der Kopf ist ein bisschen erhöht. Wenn es hier noch eine Tablet-Halterung irgendwo ist, kann man sich schön anlehnen. Auf meiner Seite ging das sowieso schon mal relativ gut. Und tja, wenn man jetzt aufs Klo raus muss, muss man nicht erstmal dieses ganze Gitter hier oben aushängen, runterfummeln, überall hängen bleiben, zurechtsortieren, sondern man tut einfach nur die Kissen wieder vormachen, klappt die Scheiße runter und kann rausgehen. Eventuell könnte es noch Sinn machen, hier einen Magnet hinzumachen oder hier so eine kleine Arretierung, dass das beim Schlafen irgendwie nicht runterklappt. Aber wenn man hier seine Kissen irgendwie so liegen hat, ne, und ihr pennt, halte ich das schon für relativ unwahrscheinlich. Eine Sache habe ich ja gar nicht bedacht, ob man das alles noch hochklappen kann, dass das hier nicht irgendwie hängen bleibt oder so. Aber das passt. Ja, wo hängt es denn jetzt hier? Oh, hier hängt es am Lautsprecher. Scheiße, da muss ich noch was absägen. So, ist alles getrocknet. Ich würde sagen, es ist Zeit für den ersten Praxiseinsatz der Dusche. Ich bin gespannt, ob alles so geht, wie ich mir das vorstelle. Zuallererst müssen wir erstmal den Warmwasserboiler einschalten. Und zwar, wenn ich den Schalter nach unten mache, dann wird nur Warmwasser erhitzt. Und zwar auf die Temperatur, die hier am zweiten Schalter eingeschaltet ist. 40 Grad reichen, dann machst du einfach voll auf, fertig ist. So, dann hängen wir schon mal hier unsere Brause ein. Dann können wir auch schon mal den Vorhang hier rausholen und schon mal rumziehen. So. Wichtig ist, dass der immer schön, glaube ich, hier unten in der Duschwanne auch hängt, damit einfach kein Wasser irgendwie über die Duschwanne drüber hinausläuft. Guck mal, das ist auch praktisch, wenn man einen Raum hat, wo die Standheizung läuft, ne? Und gerade ist die Dieselstandheizung ja nur hier im Bad angeschlossen, damit auch die Rohre fehlen. Sau praktisch, du kannst auch im Winter dann und so immer deine Sachen hier hinhängen und alles auch mit trocknen. Im Prinzip ist so eine Dusche eine wunderbare Trocknungskammer, deswegen muss unbedingt auch für die Dieselheizung und Ausströmer hier ins Bad hin. Da muss natürlich auf jeden Fall noch die Druckwasserpumpe eingeschaltet werden. Die mache ich immer aus, wenn sie nicht gebraucht wird. Kennen ja einige die Problematik, angenommen es wird eine Leitung undicht und man hat eine Druckwasserpumpe, die die Leitung immer auf Druck hält und die Leitung würde irgendwo undicht werden, würde die Druckwasserpumpe den kompletten Tankinhalt ins Auto pumpen. Ne? Deswegen versuche ich die immer auszumachen, wenn sie nicht gebraucht wird, falls da mal irgendwas ist, dass man es mitbekommt. So, das Duschwasser ist fertig, da kann ich hier schon mal auf heiß stellen und einschalten. So, damit steht jetzt schon die Duschleitung unter Druck. Wie man sieht, ist auch alles schön dicht. Erst wenn ich hier auf den Knopf drücke, kommt dann da auch Wasser raus. Und ansonsten ist hier, obwohl alles unter vollem Druck steht, absolut dicht. Dann wollen wir mal. So, erstmal gucken, ob dann hier auch warmes Wasser kommt, bevor ich mir das hier... Oh ja, schön warm. Das ging schnell. Okay, ich bin fertig. Die Sache hat nur einen Haken. Ich habe nur das zum Abtrocknen mit. Verdammte Scheiße, ich habe kein richtiges Handtuch mit. Das reicht nur fürs Gesicht. Scheiße. So, machen wir schön die Standheizung an, dass der ganze Quatsch trocknen kann. Also was hat gut funktioniert? Das mit dem Vorhang hat eigentlich ganz gut funktioniert. Er klebt halt dann an einer, also an irgendeiner Stelle klebt der Vorhang immer an dir. Und man muss dann immer ein bisschen aufpassen, dass der nicht irgendwo, was ich hier mit immer weg ist und das ganze Wasser da dahinter die Ecken läuft. Ne? Das will man nicht. Die Brause hat an sich sehr gut funktioniert. Problem ist nur, die muss tiefer. Ne? Die spritzt es uns nur ins Gesicht, das ist nicht so geil, weil die hat so eine Sparfunktion. Da kommt ganz, ganz wenig Wasser raus mit einem hohen Druck. Also man kann damit sehr, sehr sparsam duschen. Die habe ich schon im Tiny House benutzt. Die finde ich eigentlich ziemlich gut. Man muss nur aufpassen, dass die kleinen Löcher, die setzen sich halt mit der Zeit irgendwann zu. Ne? Also das hat auch gut funktioniert. Und das Wasser hat genau die richtige Temperatur gehabt. Wenn man es auf 40 Grad stellt, das was am Ende am Körper ankommt, schätze ich, hat 38 oder so. Perfekt zum Duschen, 1A. Nachteil ist natürlich, nur muss man mit der Standheizung erstmal warten, bis der Vorhang trocken ist, bevor man den wieder hier einhängen kann. Also kein Problem, lässt man einfach hier so stehen. Und wenn das dann trocken ist, hängt man es einfach wieder hoch. Und wenn es draußen warm ist, könnte man auch einfach den Duschschlauch mit rausnehmen.
kann man bestimmt auch draußen irgendwo noch eine Halterung an die Tür machen, da könnte man sich damit auch draußen duschen. So Freunde, das war's dann mit dem Video. Wir verabschieden uns bei euch. Und im nächsten Video werdet ihr wahrscheinlich sehen, wie wir das Elend von Auto vorbereiten für die Lackierung. Das kann nur eine Katastrophe werden, ich bin mir sicher. Wie das beim Tiny House Fahrgestell war, wo ich mir gedacht habe, ach, geht's ein bisschen an der Drahtbürsche drüber und fertig. Und wie lange das gedauert hat, wochenlang. Wochenlang wird das hier nicht dauern, hoffe ich. Na, maximal 2 Wochen. Aber den ganzen Mist abzubauen und so, also da wird es einiges an Überraschungen geben, die mir graue Haare kosten werden und Nerven ohne Ende, bin ich mir jetzt schon sicher. Aber wir werden das alles hinbekommen und wir werden euch mitnehmen und tja, danke, dass ihr dabei wart. Lasst euch gut gehen. Zwergpinscher machen das wirklich, die brauchen Decken und rollen sich ein. Ne? Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.